The Evil Within, Folge 50. Und nicht wundern, dass jetzt, ja, wir in so einem komischen Startbildschirm sind. Oder beziehungsweise eben... Mein Scheiß. Dreckskabel hier. Das ist schon mal wieder ein super Anfang für die Folge. Kabel hat sich so ein bisschen verheddert vom Headset. So, und zwar wollte ich euch nur nochmal zeigen. Und zwar habe ich nämlich jetzt vor kurzem endlich den Key eingelöst, der dabei war beim Spiel, dieses The Fighting Chance Pack. Und das ist eine doppelläufige Flinte, Erste-Hilfe-Koffer, grünes G plus 5000, Brandbolzen und Giftbolzen enthalten. Erhaltene Gegenstände können automatisch ab Kapitel 3 verwendet werden. Ich habe jetzt auch noch nicht X gedrückt, ist jetzt für mich auch jetzt gerade, ich habe gerade gestartet. Ich wollte euch nur zeigen, nicht, dass euch wundert, dass ich irgendwas Neues habe oder so, ein bisschen mehr Glibber oder sowas. Nicht, dass euch da wundert. So, wir spielen natürlich weiter. Wir sehen mal wieder den Startbildschirm. Aber da sind wir noch weit entfernt, da wieder hinzukommen. So. Ja, Kapitel 11, Wiedervereinigung sind wir noch, hier in Folge 50. Und wir müssen, ich weiß gar nicht, wo waren wir stehen geblieben? Ich hatte wieder eine kleine Aufnahmepause. Ihr seht es, ich bin schon wieder anders angezogen. Ja, Haare sind gemacht. So. Ja, dann schauen wir doch mal. Wo haben wir... Ach ja, alles ist ja runtergekommen, ne? Hallo, Basti. War denn jetzt hier... Wir hatten gespeichert. Wir wollten... Ich habe schon wieder alles vergessen. Gehen wir einfach mal zurück. Ich muss doch noch mal kurz die Steuerung noch mal reinkriegen. Wo waren wir denn gewesen? Ach ja, beim letzten Mal war ja gewesen, dass Ruvik in unserem Gehirn war und wir Kidman angegriffen hatten. Und Kidman hat, glaube ich, auf uns geschossen, soweit wie ich weiß. Dass, Ach, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Ja, natürlich, draußen. Ja, jetzt leuchtet es mir wieder ein. Hm? Danke, Vergangenheitsflex. Ja, ja, danke, danke. So. Steuerung war, das war Rennen, das war Ducken. Okay. Das war Waffe ziehen. Ach ja, ich erinnere mich, wir waren nämlich sehr, sehr mager dran, was Munition angeht, also Vorräte. So, und ich glaube, ich hatte mich in der letzten Folge, glaube ich, hier unten schon umgeguckt, deswegen gehe ich einfach mal getrost hier hoch. Ach ja, und wir hatten Josef wieder gesehen, der da oben in den Zug eingestiegen ist. Ich frage mich, wo er hin will. Soll er bloß wegfahren? Und ich sehe schon wieder Poppen. Poppen. Ich sehe Puppen. Und seit der letzten Folge wisst ihr, dass ich keine guten Erfahrungen mit Puppen habe. Habe ich jetzt eigentlich irgendwie mehr Hagil oder mehr... Ich kann mich entsinnen, dass wir keine 16.000 hatten. In der letzten Folge, ich muss da selber nochmal gucken. Ich schaue da nochmal in der letzten Folge nächstes Mal rein. Wir hatten, glaube ich, auch... Was ist denn mit... was haben wir denn da für... Nein. Ich sag doch, ich komme mit der Steuerung noch nicht klar. Bolzen, was haben wir denn da für neun Bolzen? Wir haben einen Brandbolzen bekommen. Und einen Giftbolzen. Okay. Braucht man aber fünf Teile für den Giftbolzen und fünf für den Brandbolzen. Boah, da bin ich mal gespannt. Die müssen wir mal irgendwie mal herstellen. Müssen mich mal dran erinnern. Das ist ja geil. Also wie gesagt, ich habe jetzt vor kurzem erst das, dieses Package installiert. Und, hab da noch gar nicht... Jetzt muss ich selber erstmal schauen, der Revolver war leer, ne? Genau, die Magnum war leer. Gut, lassen wir es erstmal so. Und, wie gesagt, Package gerade erst installiert und oder beziehungsweise vor kurzem, hab auch gar nicht seitdem wieder angefangen. Okay, das sieht mir ein bisschen unsicher aus, aber da müssen wir, glaube ich, gleich lang. Geh erstmal hier schauen. Ich hasse Bomben. Ich hasse Poppen! Ich hasse Poppen! Entschuldigung, ich musste ein bisschen meine Aggression loswerden. So. Oh, 500. So, wir haben hier Spinde, wir haben da Streichhölzer liegen. Na, oh, ey, hi! Was wollte der denn da zünden? Der hatte irgendwas in der Hand gehabt, der wollte irgendwas zünden. Ich weiß aber nicht, was es war. Ich hasse Poppen! Na toll, er hat nichts liegen lassen. Na super. Können wir die Spinde öffnen?
Ach, man kann sich nur drin verstecken. Ich dachte, man kann die Spinde. Ich erinnere mich, dass mal irgendwie in irgendeiner Folge, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, wo wir gewesen sind bei The Evil Within, da konnte man Spinde auch öffnen. Da war auch was drin. Und mich juckt's gerade ein wenig am Rücken. Da kannst du mich entzücken. Und ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Da liegt auf jeden Fall nichts. Da laden die Texturen nach. Ist übrigens die, ist übrigens dieselbe Engine, die auch bei Rage zugute kam. Und seit Rage wusste man ja eigentlich, dass es... Boah, das kann doch nicht halten. Wie kann das denn halten? Das muss mir mal einer erklären. Das kann doch so... Nicht nach unten gucken. Und seit Rage wissen wir ja, dass... Genau. Der kann auch über Wasser gehen, unser Basti. Und seit Rage wissen wir ja, dass die Texturen nachladen. Von dieser Engine, also... Ich glaube, die ID3, ist das die ID3 Engine? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist es, wie gesagt, dieselbe Engine, die auch bei Rage zugute kam. So. Mich würde wundern, ob irgendwann das Ding voll würde. Oder wird, aber ich glaube nicht, weil die Tropfen fallen durch. Naja, ist ja auch egal. So, wir sind mittlerweile schon bei Folge 50 angelangt. Also, Wahnsinn, 50 Videos. Und ich habe mir sagen lassen, es ist noch lange nicht vorbei, weil ich ein paar Freunden darüber geredet habe, wie lange es doch dauert. Und ich habe ihnen gesagt, wo ich bin. Und er hat gesagt, oh je, da ist ja noch einiges vor dir. Und Josef guckt sich gerade eine Bahn an, oder? Na, schau mal. Ach, ein Bus ist das. Ein Schulbus. Kapitel 11. Überlebt. So, und ja. Endlich. Das war ein langes Kapitel. Ich glaube, ein bisschen länger. Wie sonst. Und das Vieh, was ich da im Hintergrund sehe, ist nicht sehr schön. Ja, ihr seht, sie haben ganz schön lange haben wir gebraucht, auch für das Kapitel. Obwohl es jetzt gar nicht so viel kam. Okay, wir hatten ein paar Arenenkämpfe gehabt und hab da nicht gesehen. Aber gehen erstmal ins nächste Kapitel und schauen mal, was uns da jetzt erwartet. Mit Nahkampfangriffen kannst du Gegner einschüchtern. Ist mir noch nie aufgefallen. Tolle Ladebildschirme. Ganz weit vorne. Mhm. Gott sei Dank, dir geht's gut. Wie bist du hergekommen? War nicht leicht. Zumindest hatte ich nicht noch mehr... Vorfälle. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Hey, ich habe uns einen fahrbaren Untersatz aufgetrieben. Läuft das Ding noch? Zeit, das rauszufinden. Scheiße! Was machst du da? Antworte mir! Ja. Kapitel 12. Die Fahrt. Wow, nein. Ich hasse das. Ich hasse sowas. Oh nein. Kein Bock, mich hier umbringen zu lassen. Munition alle? Ich muss mal eben Oh komm, das glaube ich ja jetzt nicht, ne? Oder liegt da ganz viel Munition? Oh! Oh.
Das ist ja wie eine... Wow! Noch eine Runde und noch eine Runde! Genau, wir sind schon tot, du Scheißvieh. Gut, dass wir kritischen Schaden haben, habe ich schon mal erwähnt. Das Vieh will aber auch nicht sterben, ne? Kann das sein? Uah. Okay, Basti schießt auch nicht, also warten wir mal. Okay. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch sicher sind. Endstation. Ja, nun gut, dann heißt es wohl, dass wir... Was kommt jetzt? Sebastian, sie sind über uns. Ach nee. Ach, wie hau ich denn nochmal zu? Mann, nein, scheiße. Ah, Hilfe. Halt mal eben die Stellung, Josef. Einer weniger. Schon wieder so ein Kampf hier. Uah. Willst du mich verarschen? Da oben sind so viele... Was, von rechts? Da sind so viele Kisten da oben. Nächster. Und so viel Muni haben wir jetzt auch nicht mehr. Geh sterben! Zwei Kugeln noch. Schießen von oben. Da ist auch noch einer gewesen. Wow, wow, wow. Munition. Hallo, ich hab doch gewechselt. Ich treffe ihn nicht. Ach, gibt's doch nicht. Und da ist nichts drin in der Kiste, das glaube ich ja jetzt nicht, ne? Es kommen noch mehr. Uah, wo kommst du denn her? Hi, grüß dich! Vorsicht, Dynamit! Oh nee. Jungs, ey, das glaube ich nicht. Das sind so viele! Noch mehr! Huch! Ganz souverän! Ganz souverän! So, ich bräuchte mal ein wenig... Ah, ein wenig Muni. Na du? Na du? Sieht aber nett aus. Hat er sich jetzt da hingesetzt? Kann das sein? Treffer. Ich würde gerne aussteigen, aber ich darf glaube ich nicht. Kann das sein? Weil da oben liegen noch so viele Kisten rum. Was mit ihm? Der steht ja immer noch. Überlass die mir. Okay, überlass die mir. Ich habe keine Muni mehr gleich. Munition alle? Das war knapp. Das war knapp, ist gut. Ich habe keine Muni mehr. Ich würde gerne die Kisten mitnehmen. Hallo. Ja, toll. Und jetzt kommt gleich der Fetti Spaghetti kommt gleich wieder. Fetti Spaghetti und ich habe keine Muni mehr. Und ich, Fahren wir hier links. Das war so klar.
Munition alle. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Oh, das ist ja jetzt ein Scherz, oder? Jetzt muss ich doch tatsächlich die... Obwohl, ich habe ja noch meine Qualen am Bus. Moment. Bleib dran, bleib am Hörer. Ausprobieren. Nein! Ich schieß vorbei! Na! Aua! Der ist noch nicht hinüber, ja. Ja, genau. Nimm einfach mal die Lampe. Genau. Die brauchen wir ja jetzt auch, Basti. Das Problem ist, ich werde jetzt mal auf die Schnelle nochmal eine Spritze nehmen. Bin ich froh, dass wir so viel gespart haben. Theorie. Wir werden hier kreuz und quer durchgeleitet, als ob jemand uns steuern würde. Daher ist es fast unmöglich, sich hier zu orientieren. Aber das Licht der Beacon Nervenklinik liegt immer in der Ferne. Dieses Ding, an das ich angeschlossen war, das habe ich jetzt an mehreren Orten gesehen. Ja, ich auch. Ich bin nicht sicher, aber es scheint immer genau dasselbe Ding zu sein. Zumindest habe ich bemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe, dem Leuchtturm näher bin. Es könnte Zufall sein, aber wie ich schon sagte, es scheint, als stecke hinter all dem eine Art Intelligenz. Du meinst also, wir sollten direkt zur Sache kommen und zur Klinik fahren? Exakt. Gute Arbeit, Detective. Der Weg rechts scheint direkt zur Klinik zu führen. Joseph, nein! Bring uns einfach hier raus! Da ist ein Krankenwagen. Vielleicht gibt's dort Verbandszeug. Ich gehe. Nein, ich mach das. Lass niemanden hier reinkommen. Das war so klar. Das war sowas von klar, dass genau... dass Basti jetzt sich wieder um Josef kümmern muss. Weil Josef ja wieder irgendwas hat. Tja, das ist natürlich nicht sehr schön, weil wir ja so gut wie gar nichts haben. Und ich würde sagen, das ist auch ein guter Punkt, um eine Pause zu machen. Ich würde sagen, in einer weiteren Folge sehen wir, wie es weitergeht und wie wir dann den Krankenwagen erreichen. Und ich schalte morgen wieder ein um 17 Uhr. Also macht's gut. Tschüss.